So Leute, wir sind's wieder, aber diesmal nicht aus meinem Routine-Trainingsbad, sondern wir befinden uns mitten im ersten Swim Performance Camp powered by Adidas und wir sind mitten in unserer zweiten Trainingseinheit und ich stehe hier mit der Vera, einer Teilnehmerin und wir sind gerade jetzt am Ende von der Einheit, machen noch ein paar Partnerübungen, mit denen man einfach gerade Kindern oder auch Erwachsenen, egal welche Altersstufe, viel Spaß im Schwimmen vermitteln kann und einfach, wir machen jetzt eine Partnerübung, in der wir uns immer mit dem Arm zueinander abklatschen. Logischerweise atmet man bei der Übung dann auch zueinander. Dabei kommt es einfach darauf an, auf das richtige Timing, auf den Rhythmus und natürlich die Atmung, weil man ja meistens auch eine schwache Seite hat. Logischerweise macht man dann nach der Hälfte einen Partnertausch und wir zeigen euch das jetzt ganz mal, wie wir versuchen das. Wir versuchen unser Tempo aneinander anzupassen und dann schauen wir mal, was dabei rauskommt. Alles klar. So, dann fangen wir mal mit dem äußeren Arm an und dann atmen wir direkt zueinander und klatschen uns ab. Richtig auch Druckphase, also trotzdem Arm strecken und dann schauen wir mal, was dabei rauskommt. Und los. Jawohl, hat wunderbar geklappt. Also logischerweise macht man das Ganze dann auch noch auf der anderen Seite. Für euch soll es aber jetzt mal als Erklärung reichen. Das war unser erstes Video, zwar nicht live vom Swim Performance Camp, aber relativ zeitnah. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ihr einen Partner zu Hause habt, Trainingspartner oder Lebenspartner, nehmt ihn mit ins Hallenbad, macht es nach und vielleicht melde ich mich schon bald wieder mit der nächsten Übung vom Swim Performance Camp hier aus Wetzlar. Macht's gut, danke für die Übung, ciao, ciao.